Wir alle haben als Kind den Film Oben geschaut. Aber wisst ihr, worum es in dem Film wirklich geht? Der Film beginnt tragisch mit dem Tod von Karls Frau Ellie. Die Theorie ist, dass nach dem Tod seiner Frau Karl an einem gebrochenen Herzen stirbt. Der kleine Russell ist kein Pfadfinder, sondern er ist ein Schutzengel. Russell braucht noch ein einziges Abzeichen, um in seiner Pfadfindergruppe aufzusteigen. Das Abzeichen repräsentiert die letzte Aufgabe von dem Schutzengel Russell, bevor er seine Engelsflügel bekommt. Karls Haus fliegt durch Ballons in eine Fantasiewelt. Oder ist es doch der Himmel? Anfangs konnte Karl nicht mal aus dem Bett aussteigen und die Treppe runterlaufen und jetzt ist er auf einem riesigen Abenteuer? Was glaubt ihr, ist Karl anfangs einem gebrochenen Herzen gestorben? Und jetzt macht er nicht mal das Scheiß-Plus weg. Ich lebe auf eurer For You-Page.